habe. Aber leider, es hat geklappt. Haftnotizen, wie gesagt, es geht um eine Geschichte, die etwas mit Post-it-Notizen zu tun hat, aber auch mit dem Knast. Und irgendwie darum, dass dem Protagonisten da durch eine Haftnotiz das Leben verändert wurde. Unsere Regeln sind ganz einfach, sagte Meerbrand und verschränkte die Hände auf dem Rücken. Wie ein Ausbilder beim Drill hatte er die Füße leicht auseinandergestellt. Das von hinten durchs Fenster einfallende Licht warf den langen Schatten des Gefängnisdirektors zwischen Schreibtisch und den Stuhl, auf dem der Häftling Platz genommen hatte. Meerbrands Anzug, hervorragend geschnittene Maßkonfektion, nahm der Pose nicht nur die gewünschte Wirkung, sondern machte sie lächerlich. Doch der Leiter der JVA Stetterbach liebte Auftritte und arrangierte die persönlichen Treffen mit seinen Schützlingen im Allerheiligsten wie ein kleines Bühnenspiel. Das Westfenster hinter dem Mann war so blank geputzt, als würde es seit seinem Dienstantritt keinen Regen mehr geben über den kleinen Ort, dessen wichtigster Wirtschaftsfaktor der Knast war. Von der stillstehenden Sonne wurde sein geringer Körperwuchs genau so kaschiert, wie er es wünschte. Toni starrte von seinem Stuhl hinauf zu Meerbrand und staunte, wie stark die Effekttascherei wirkte. Hatte er nicht genug erlebt in den vergangenen 4 Jahren, um von diesem Psychospielchen unbeeindruckt zu bleiben? Sie sind sogar so einfach, fuhr der Direktor fort, dass es einfach nicht geht. Stimmen Sie mir zu, Herr Anton. Herr Anton. Früher wäre auch diese Anrede ein Indiz dafür gewesen, dass seine Zeit als Nummernhäftlingsoberall zu Ende ging. Aber Meerbrand sprach immer jeden mit ausgesuchter Höflichkeit an. Und manchmal glaubte Toni, darin mehr Verachtung zu entdecken, als in dem Gebrüll des alten Direktors, der vor einem halben Jahr vorzeitig in Ruhestand geschickt worden war. Toni nickte. Gut, es schien, als würde Meerbrand sich wirklich über die Reaktion des Mannes freuen, der da vor ihm hockte. So ganz unmännlich, die Füße und Knie dicht beieinander. Und nun noch einmal zur letzten Erinnerung, Herr Anton. Um was für Regeln handelt es sich? Sie sagen, was wir tun sollen und wir tun es. Wieder wunderte Toni sich, wie selbstverständlich diese Parole ihm über die Lippen gekommen war. Ohne Verzögerung, ohne Nachdenken. Dem Reiz folgte unmittelbar die Reaktion, wie bei dem Hund dieses Russen. Er fing an zu geifern, sobald die Glocke schellte. Ansonsten, wurde mir Meerbrands Stimme eindringlich, passiert was. Toni sah auf die Kante der Schreibtischplatte vor sich, an der eine Unregelmäßigkeit in der Maserung wirkte, als würde dem von ihr eine Nase wachsen. Sie werden ihrem Namen Ehre machen, sagte er. Meerbrand beugte sich leicht vor, eine Hand hinter dem Ohr. Ja, Sie werden uns zeigen, hob Toni den Blick, konnte das Gesicht des Mannes am Fenster aber kaum erkennen, wie um uns herum das Meer brennt. Meerbrand öffnete seinen Sakko und ließ sich auf dem Fenstersims nieder, der breit war wie eine Bank. Zum Feierabend war es still im Bürotrakt der Gefängnisverwaltung geworden. Die Zimmer lagen verlassen bis zum nächsten Morgen. Doch auch wenn nur von dort Geräusche herüberklangen, wo in den Klargebäuden die Häftlinge in ihren Zellen saßen, wusste Toni, dass ganz in der Nähe Sicherheitskräfte über dem Direktor wachten. Er konnte sie spüren. Andere sagten, sie könnten sie riechen. Bei ihm war es eine körperliche Präsenz, als sähe sie ihm tatsächlich etwas im Nacken. Im Schweigen der beiden Männer schien die Zeit zäh zu werden. Statt als stete Tropfen, die langsam unser Dasein aushöhlen, stellte Toni sie sich vor wie den Sirup, den sie hier oft anstelle von Marmelade bekam. Als Faden ging er vom Löffel und breitete sich dunkel, süß und klebrig auf der Brotscheibe aus. In den Jahren hier hatte Toni gelernt, sie in jeder Erscheinungsform willkommen zu heißen. Hauptsache, sie verging. Die Zeit. Wie sind Sie hierher gekommen, Herr Anton? Fragte Meerbrand, als es seiner Meinung nach lange genug still geblieben war. Toni schluckte die Antwort mit dem Knastbus herunter. Der Neue, wie er immer noch hieß, konnte das Meer brennen lassen, das aber ganz ohne Humor. Eine Haftnotiz hat mich in den Knast gebracht, sagte er. Meerbrand drehte den Kopf etwas und Toni konnte sehen, wie er die Brauen gehoben hatte. Eine blöde, kleine Notiz mit Klebestreifen fuhr er fort, als der Direktor nichts sagte. Ein gelbes Quadrat, das am Kühlschrank klebte. 3 Worte, die ich nicht gelesen habe. Der teure Anzug raschelte, als Meerbrand eine auffordernde Geste machte und dann die Arme wieder vor der Brust verschränkte. Erzählen Sie. Der Morgen begann wie jeder andere. Weniger brach der Tag an, als vielmehr die Nacht ab. Toni schwang die Beine aus dem Bett, stieß sich einmal mehr den Knöchel auf den Boden und fluchte unterdrückt. Regelmäßig dachte er nicht daran, wenn er bei Karen schlief, dass das Futonbett dem Boden näher war als seines Zuhauses. Einen Moment lauschte er nach innen, dann in die Wohnung. Nirgends etwas zu hören. Karen war längst fort zur Arbeit und bevor er in Schwung kam, würde es eine kalte Dusche brauchen, 1 oder 2 Schalen Müsli und wenigstens 1 Packung Orangensaft.
Mit nassem Haar, das Handtuch um die Hüfte geschwungen, ging er 10 Minuten später vom Bad aus direkt zum Kühlschrank. Die Post-it-Notiz an der weißen Tür sah er nicht direkt an. Seit es damals begonnen hatte in der Schule mit dem Lesen und Schreiben lernen, näherte er sich Schriftstücken immer auf die gleiche passive Weise. Er streifte den Schatten mit einem kurzen Blick, den der an 3 Seiten abstehende Zettel auf die weiße Oberfläche der Tür warf. Stellte fest, dass keine Zahlen darauf vermerkt waren, kein Termin also, keine Erinnerung an eine Uhrzeit, die er nicht verpassen durfte. Gott sei Dank, dachte er und stufte es als nicht wichtig ein. Zwischen seinen Zähnen krachte das Müsli, wie der Schutt des eingerissenen Gebäudes gegenüber in der Mahlmaschine, die die größten Stücke zur Beratung transportfertig machte. Eine Weile sah er dem Treiben der Zerstörung zu, das eine Lücke in die Häuserzeile riss, als würde ein Zahn ausgeschlagen aus einem ansonsten festen Gebiss. Gegen Mittag war er soweit, schnappte die Sporttasche, schwang sich aufs Fahrrad und fuhr zum Training. Unsere letzten Lagebesprechung vor dem Einsatz. Es konnte nichts schief gehen. Nie war ein Ding todsicherer gewesen als das, was sein Kumpel Benno und dessen Bruder ausgelobert hatten. Und ohne Tod das geringste Risiko. Er musste nicht einmal mit in den Laden, musste keine Waffe anfassen, keinen Menschen bedrohen. Der sicherste Job bei dem Crew war seiner, er fuhr den Wagen. Und es würde sich in einem Maß lohnen, dass es danach kein weiteres Mal zu geben brauchte. Und dann erwachte er nicht nur aus Tagträumen, die zerplatzt waren wie in der Sonne aufgeheizte Schaumblasen, sondern aus einem Koma, das ihn fast nicht mehr losgelassen hatte. Was bist du nur für ein Idiot? Toni kannte die Stimme. Auch das Gesicht der Frau an seinem Bett, das aus seinen nebligen Träumen und schwankenden Delirium auftauchte. Hast du den Zettel nicht gelesen? Fragte Karen immer wieder. Oder ist es dir egal? Er war am gesamten Körper bandagiert wie eine Mumie, konnte weder den Kopf schütteln noch antworten. Dass sie verstand, was er mit seinen flehenden Blicken zu sagen versuchte, konnte er nicht erwarten. Die Sache war wirklich schiefgegangen. Waren sie verpfiffen worden oder hatten die Bullen einen Zufalls- oder Glückstreffer gelandet? Wen interessierte das noch? Als die Sirenen durch die Straßen heulten und das Flackern der Blaulichter die Fassaden auf und nieder sprang, waren alle abgehauen, irgendwie. Er war mit dem Flugwagen gegen einen Brückenpfeiler gekracht, um einem Kind auszuweichen, das mit seinem Fahrrad plötzlich die Fahrbahn querte. Beinahe hätte er den leuchtenden Schulranzen zu spät bemerkt. Als er aus dem Koma wieder zu sich kam, lag er in der Klinik in Uhr, starren neben ihm am Bett. Irgendwann kam sie nicht mehr. Weder in die Klinik noch in die Uhr. Auch bei der Verhandlung war sie nicht im Publikum. Um ihn herum starrten nur fremde Gesichter, starrten ihn an wie einen Aussätzigen. Ein Sicherheitsmann war schwer verletzt worden bei dem missglückten Raubüberfall. Und auch wenn er nicht derjenige gewesen war, der den Mann angeschossen hatte, war er doch als einziger gefasst worden. Jemanden von den anderen zu verpfeifen, kam nicht in Frage. Seine mangelnde Kooperationsbereitschaft ließ ihn das Gericht am Strafmaß spüren, obwohl das offiziell nie jemand zugeben würde. Sein Anwalt übergab ihm ein Päckchen an dem Tag, an dem er in den Vollzug einzog. Und, Merbrand unterbrach Tonis Bericht, was war drin? Als müsste er erst registrieren, wo er war, drehte sich blinzelnd um. Es fiel ihm schwer, sich aus den Netzen der Erinnerung zu befreien. Drin? In dem Mädchen? Hakte der Direktor nach. Es war von ihr, sagte Toni. Ihrer Verlobten oder Freundin? Verlobte oder Freundin? 2 Jahre waren Karin und er zusammen gewesen, als der Überfall passierte und alles änderte. Sie wohnten nicht zusammen, noch nicht, hatten in letzter Zeit aber immer häufiger davon gesprochen. Eine Wohnung für sie gemeinsam, für sie allein, Zukunftspläne. Man konnte miteinander und wollte zueinander. Aber verlogen? Bei denen sich einander versprechen, würde man sich heutzutage viel zu oft versprechen. Und Freundin? Das klang so nach Pubertät. Die Frau, mit der Toni leben wollte, war mehr als eine Freundin. Sie war auch das, aber das Wort blieb hinter dem Wert zurück, den es ausdrücken sollte. Er spürte, dass Merbrand eine Antwort auf seine Frage erwartete, sah auf zu der Gestalt, die wie ein Sternschnitt vor dem Fenster stand und sagte, Haftnotizen. Wie bitte? Fragte Merbrand. In den Papieren war ein Buch, nickte Toni, und darin klebten die Haftnotizen. Seine Angst vor dem Vollzug und dem, was Neulingen hier drohen kann, war unbegründet gewesen und es dauerte eine Weile, bis Toni herausfand, warum die Alten im Knast ihn respektierten. Als er dahinter kam, verblüffte es ihn ebenso wie zunächst das Ausbleiben der befürchteten Übergriffe. In dieser Welt galt ein eigener Kodex. Die Neuen hatten den Alten Ehrerbietung zu bezeugen, was aber noch mehr Respekt verschaffte als die Jahre, die man hier gewohnt hatte, war Leistung. Er hatte an einem Ding drehen wollen, das schief ging, aber nicht durch seine Schuld. Ein Unfall ist ein unglücklicher Umstand und er hatte sogar noch geistesgegenwärtig ein Kind gerettet. So sah man es zumindest hier. Ganovenmoral.
Schwer verletzt hatte er im Krankenhaus gelegen und alle entdeckt, die außer ihm beteiligt waren. Keine Namen, keine Andeutung oder Hinweise, kein Deal mit Justitia. Das verschaffte ihm Respekt. Er nahm 4 Jahre auf sich für die Kumpels. Das machte ihn von nichts zu jemandem, bevor er überhaupt durch das Tor der Anstalt betrogen war. Lange hatte er in den Nächten in der Zelle wach gelegen und darüber nachgedacht, während der Mann auf der Kutsche an der Wand gegenüber schnarchte. Das war das Einzige, womit er Toni nervte. Ansonsten waren die ihm nahezu unterwürfig. Toni wollte nicht hier sein, ein blöder Witz, das auch nur zu denken, geschweige denn auszusprechen. Doch er wollte nach dieser Zeit auch nicht mehr zu denen gehören, die er gedeckt hatte. Niemanden hatte er wiedergesehen seit dem Tag, seit dem Moment, als sie aufgebrochen waren. Sie hatten ihn wissen lassen, dass das zu gefährlich wäre für sie. Er hatte es verstanden, hatte es versucht. Sie hatten ihn auch wissen lassen, dass sie sich um ihn kümmern würden. Und spürte er nicht, wie im Hintergrund Fäden gezogen wurden? Dennoch, das wollte er nicht mehr. Und damit wollte er nicht mehr der sein, der er einmal war. Es ist schwer, sich darüber zu definieren, was man nicht will. Auf Dauer werden die Spannungen zur Zerreißprobe. Was darunter leidet, sind immer der Rohstoff Leben und die Möglichkeiten des eigenen Ichs. Und ich weiß, dass meine 10 Minuten jetzt rum sind und werde hier einen Cut machen. Wie es weitergeht mit den Haftnotizen, habe noch mal auftaucht in der Geschichte. Es ist ein Tipp bei Amazon Kindle Shop, sich das runterzuladen auf ein Lesegerät seiner Wahl und dann kann man weiterlesen. Danke.